Nur noch einmal schlafen, meine lieben Damen und Herren, und dann könnt ihr euer Weihnachtsfest genießen. Ich hoffe es von Herzen, dass ihr das auch wirklich tun könnt. Und ja, mir ist bewusst, dass nicht die ganze Welt Weihnachten feiert. Aber für alle wünsche ich mir einfach ein paar ruhige Tage. Tage, die ihr genießen könnt und wirklich Zeit mit euren Liebsten verbringen könnt. Weil das, denke ich, ist neben Gesundheit eines der wichtigsten Gut, die Zeit. Ich sehe es bei mir mit all den Jobs, die ich hier habe, mit den Verwaltungsratsmandanten und so weiter und so fort. Da braucht es schon sehr viel Energie. Und ich habe das Gefühl, vielleicht liegt es am Alter, aber irgendwie wird es von Jahr zu Jahr, geht die Zeit schneller rum. Ich kann mich noch an den Weihnachtsbaum von letzten Jahr erinnern. Das ist verrückt. Ich kann mich an das ganze Wichtelgeschichten erinnern von letztem Jahr. Und jetzt noch einmal schlafen, schon ist Weihnachten. Ne? Dann ist schon bald dann auch wieder der 6. Januar und drei Königstag und all das geht alles so schnell. Das ist unglaublich. Ja, ich werde bestimmt im Silvesterum nochmal einen Real Talk machen, wo ich mich selbst reflektieren möchte. Was habe ich gut gemacht? Was war schlecht? Was würde ich anders tun? Warum würde ich es anders tun? Ich denke, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, auch um sich für die Zukunft ein bisschen besser aufzustellen, allgemein zu verbessern. Im kommenden Jahr kommt mein Studio, auf das freue ich mich. Da ist geplant, dass ich 10 Folgen drehe, dann gibt es eine Staffel daraus mit sehr spannenden Gästen, mit Regierungsrat, mit Pro Krypto und gegen Krypto. Es wird interessante Gespräche. Ich habe schon tolle Gäste, die vorbeikommen. Also bei mir wird Marcel auf jeden Fall dabei sein, Crypto Gang. Violia wird auch kommen. Wir haben Basti, Bitbull wird natürlich dabei sein, Wotan wird kommen. Also wir haben da schon einige, die kommen werden. Also da freue ich mich drauf. Aber eben auch in der Politik werden Gäste zu sehen sein. Und bin mal gespannt, wie die erste Staffel ankommt. Das ist natürlich auch ein Challenge-Projekt, kostet wahnsinnig viel Geld. Und bin auch sehr gespannt, wann ich starten kann. Ob ich schon im März starten kann oder erst im April, das wird die Zeit dann zeigen. Aber das so, auf das freue ich mich enorm. Mir ist aber auch bewusst, dass natürlich nicht jeder da draußen ein gleiches Weihnachtsfest feiern kann. Und ich will euch eins sagen, liebe Freunde, schämt euch nicht. Wenn ihr mal ein bisschen weniger Geld habt, schämt euch nicht. Für was auch, für wen, das spielt absolut keine Rolle. Denn das Einzige, was an Weihnachten wirklich zählt, das ist nur die Zeit, die man hat mit den Liebsten. Und alles andere finde ich persönlich völliger Nebenschauplatz. Es geht nicht darum, wer die meisten Geschenke kriegt oder die teuersten. Ich weiß, Kinderherzen, und da leidet meines immer mit. Kinder haben Wünsche. Die Wünsche wollen die natürlich am liebsten haben. Ich kann euch sagen, bei mir war es nicht anders. Ich wusste ja, was meine Freunde und ich, wir sind da manchmal immer so an einem Einkaufs- oder am Rande eines Einkaufszentrums durchgelaufen. Da gab es immer so einen coolen Laden. Da war damals noch die Nintendo, die NES da. Und da gab es draußen so eine Station, da konnte man sogar ein bisschen spielen. Und ich habe mir immer sowas gewünscht. Ja, einfach gewünscht, dass ich auch sowas habe, weil jeder meiner Klasse hatte es, nur ich nicht. Und das Ding war halt teuer, ne? Das war sauteuer. Meine Mutter war damals noch alleinerziehend, die konnte das sowieso nicht bezahlen. Aber ich habe mir das halt auch immer gewünscht. Und es ist ja natürlich schlimm, naja, wenn du dann halt als Kind irgendwie ein paar geliesmete Socken kriegst und andere Kinder haben. Ich weiß, wie das ist. Ich kann es zu 1000% nachvollziehen. Auch wo ich älter war, ich und meine ältere Schwester, wir ganz einfache Geschenke gekriegt. Meine jüngere Schwester wurde verwöhnt, ja, die hatte 10, 15 Geschenke von ihren Onkels, Tanten und was der Teufel, was alles gibt, Gott, die Göttis, wurde unglaublich verwöhnt. Ja, das war schon bitter. Ich denke aber,
dass die Trauer, die ich damals hatte, auch sehr oft immer wieder verdrängen konnte. Ich fand immer einen Weg, mich selbst glücklich zu machen mit Spielsachen, die ich schon hatte. Dann habe ich sie halt einfach irgendwie neu aufgebaut, Lego, ne, komplett anders aufgebaut. Das wäre das jetzt neu. Also ich habe immer einen Weg gefunden. Ich glaube, ein Kind ist schon kreativ und das schafft das auch. Und, aber nichtsdestotrotz, ich habe immer, und das biete ich jedem an, ich kann mir auch jederzeit einen Brief schreiben, ne, oder eine Mail, ja, wenn ihr Schwierigkeiten habt oder irgendwas. Ich biete das immer an. Wenn die Möglichkeit da ist, dann helfe ich. Ja, wir hatten letztes Jahr, glaube ich, 5 oder 6 Kinderwünsche, haben wir alle erfüllt. Ja, ich habe zuerst gesagt, wir erfüllen nur 3, habe dann aber alle erfüllt, was so schön geschrieben. Jetzt auch mit dem Nikolaus, mit den Rentnern. Es war schön, muss ich sagen. Es war wirklich schön. Es hat mich, wir haben ja nicht alles reingeschrieben, aber es war teilweise schon nahe. Mit den Tränen am Kämpfen, das war schon Teil, Geschichten waren schon hart, muss ich ehrlich sagen. Was ich auch sehr traurig finde, aus der Beobachtungsperspektive heraus, wenn ein Mensch behindert ist, ja, dann die Blicke, die da manchmal kommen von den Leuten, ich finde das schon sehr, sehr frech irgendwie und schade, weil ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ihr das seid und ihr guckt und die andere Person guckt euch an und dann blickt gleich weg. Das tut doch weh im Herz. Mein Gott, wir sind doch alle Menschen. Das kann doch nicht wahr sein, dass man so umgeht. Das tut mir echt in der Seele weh, wenn ich so Sachen sehe. Ich weiß auch, wie es ist, wenn du als Kind zum Beispiel keine neuen Sachen hast. Ne? Alle rundherum haben neue Sachen, du hast getragene Sachen, du kriegst Sachen von älteren Cousins oder Verwandten geschenkt, wo A mal nicht zu deinem Körper passt, weil du einfach anders gebaut bist, B, dein Geschmack nicht trifft, weil du dann halt Heavy-Metal-T-Shirts an hast als irgendwas anderes. Spielt aber keine Rolle. Ja? Auch da findet man immer einen Weg als Kind und ich glaube, dank dieser Vergangenheit, die ich durchlebt habe, habe ich auch einen Weg gefunden, wie ich in der Zukunft damit umgehe. Ich weiß nicht, wo ich heute wäre, wäre meine Familie anders. Also, wenn sie Geld gehabt hätte, und ich rede jetzt mal Mittelstandgeld, nicht reich oder so, sondern einfach so Mittelstand. Ich weiß nicht, ob ich das heute hier tun würde. Vielleicht wäre ich irgendwo ganz woanders, ich weiß es nicht. Ich glaube auch immer, dass das, was man durchlebt hat, einem immer wieder formt, täglich. Ich lerne so vieles Neues dazu, jeden Tag und ich bin vielleicht fast eine Sucht, aber ich lerne gerne. Ich lerne gerne vor allem von anderen Menschen. Ich nehme einfach das Gute mit, wo ich denke, wow, das finde ich wirklich schön, wenn das jemand macht oder kann. Das sind so ein bisschen die Eindrücke, die ich ein bisschen mit euch teilen möchte. Nochmals, die Zeit ist das Wichtigste. Spielt Spiele mit den Kindern, esst was Gutes, ja, gönnt euch mal was und gönnt euch Zeit. Zeit, Leute, ich sag's euch immer wieder. Es ist schon wieder fast 12 Uhr nachts. Alle schlafen bei mir im Haus, ich bin immer noch am Arbeiten. Ich selbst gebe euch Ratschläge, wo ich nicht mal selber einhalte. Naja, bei mir ist es natürlich auf der einen Seite Leidenschaft, auf der anderen Seite habe ich heute den ganzen Tag damit verbracht, Weihnachtskarten zu verteilen, Geschenke zu verteilen und mit meinem Sohn Handballtraining und Friseur und alles, was war, die Arbeit ist halt hier, ne? da muss man ran. Ne? Ich kann da natürlich jetzt nicht sagen, ich habe nichts zu tun. Ich habe mehrere Market Makers im Hintergrund, die ich koordiniere für verschiedene Projekte. Ich habe ein ganzes Team und das Team, Leute, ich muss das einfach nochmal sagen, ohne dieses Team, was ich bei mir habe, wäre es wie CryptoChain nicht das, was ihr heute seht. Ganz ehrlich, die sind so genial.
aufrichtig, gut. Manchmal ein bisschen heftig untereinander, aber das gehört dazu. Die machen das richtig toll. Also, wir haben mit der ganzen Entwicklung im Hintergrund, IT-Geschichten, ne? Also, ich wüsste nicht wie oder wer das tun würde. Die ganze Grafik, Web, ja, was die ganze liebe Sarah macht, das ist alles nicht selbstverständlich. Dann die ganzen Mods, mein Gott, was die schon anhören mussten, schon brutal. Richtig guten Job. Also ich bin echt dankbar um jede Seele. Und ich würde jede Seele massiv vermissen, wenn er jetzt sagt, hey, ich nächstes Jahr kann ich nicht mehr dabei sein. Wäre für mich ein trauriger Schritt, akzeptieren müsste ich es natürlich, kann es ja nicht anders, aber die sind so gut, das könnt ihr auch nicht vorstellen. Also da könnt ihr gerne mal ein paar Herzen verteilen, das ist auf jeden Fall wichtig. Aber auch hier, ohne eure tägliche Unterstützung, wo wäre ich denn? Würde diese Stimme irgendwo im YouTube-Universum verschallen, die keine Sau interessiert. Das nur schon, ich meine, wo ich angefangen habe mit YouTube, da waren täglich zwischen 70 bis 90 Leute, die meine Videos geguckt haben. Das fand ich schon unglaublich viel. 90 Leute, die sich für meinen Senf interessieren. Wo gibt's das denn? Und jetzt sind wir bei täglich zwischen 3.500 bis 4.500 Leute, die täglich meinen Content aufsagen. Ich, kleiner Schweizer hier, rede ein bisschen über Krypto und die Leute sind begeistert. Ich freue mich enorm, jedes Mal, immer wieder, ich schaue mir die Kommentare an, gibt ein stark negative, aber es gibt wirklich auch sehr, sehr viele positive und ich könnte euch nicht vorstellen, wie viel Kraft das gibt. Es gibt echt Motivation, das ist schon was, denn Geld verdienen du es damit nicht, das habe ich auch schon gesagt, da bist du aktuell so bei zwischen 600 und 700 Franken. Vielleicht zum Sagen, meine Krankenkasse liegt aktuell gerade vorher visiert bei 950 im Schnitt im Monat. Ne? Also man kann auch nicht mal die Krankenkassen mit den YouTube bezahlen. Das ist eigentlich schon geisteskrank. Das ist schon wirklich geisteskrank. Aber so ist das Leben. Da müssen wir durch. Also ich muss schon sagen, ich bin sehr glücklich und zufrieden, wie es läuft. Ich mache auf jeden Fall noch die Reflexion von mir dann. Es gibt Sachen, wo ich anders machen werde in Zukunft, wo ich mich verbessern will. Mein Studio, was im Bau ist, ne, das wird mega. 10 Folgen, eine Staffel, das kostet aktuell viel Zeit, viele Ressourcen, viel Geld. Ich kann euch das nicht wurschteln, was das Geld kostet. Aber auch da investiere ich, weil es mir Spaß macht. Ich verdiene aktuell, eigentlich letztes gefragt wurde, was verdienst du eigentlich damit? Eigentlich gar nichts. Aktuell eigentlich wirklich gar nichts. Ja, das ist eigentlich schon bitter. Klar, man kriegt mal, wenn man da ein Projekt promotet oder so, kriegst ein bisschen Geld. Naja, was ist das? Ja, damit kannst du dir, ich weiß nicht, nichts kaufen. Wenn ich nicht selber traden würde, würde das gar nicht funktionieren. Aber so ist das Leben, ne? Das gehört halt auch dazu. Macht ja auf jeden Fall Spaß, mit euch auch ein bisschen zu interagieren. Ich weiß, ihr wünscht euch unbedingt wieder mal Livestreams. Mal schauen, wie das kommende Jahr kommt. Aktuell bin ich völlig blank ausgepowert. Ich weiß gar nicht, wie und wo ich die Kraft und Zeit hernehmen soll, um Livestreams zu machen. Vor allem um welche Uhrzeit. Wenn, dann wird es sporadisch sein. Wo ich sage, okay, heute Abend habe ich Zeit, heute Abend lass uns einen Livestream machen. Egal, ob da 10 Leute oder 100 da sind, ist mir völlig egal. Aber das wäre zum Beispiel was. Gibt viele tolle Geschichten. Wie gesagt, ich wünsche mir für euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, wo ihr euch wirklich erholen könnt, Zeit nehmen könnt. Vor allem nehmt euch Zeit auch für die älteren Leute. Versucht den Streit, den man vielleicht hatte, zu schlichten und versucht dann nochmal irgendwie die schöne Seite des Lebens zu genießen. Denn das Leben geht sehr schnell vorbei, ob man will oder nicht. Dieses Jahr, Holz anfassen, keine Beerdigung gehabt. Im Jahr davor waren es 3-4 Beerdigungen, war schon heavy. Ja,
das auf jeden Fall. Nutzt die Zeit, genießt es und ich glaube, ich bin jetzt auch durch, genug gequatscht. Ich wünsche euch das schönste Weihnachtsfest, das ihr jemals hattet. Mit ganz viel Liebe, viel Gesundheit, gutes Essen und viel Erholung. Somit bin ich raus aus der Schweiz, sage Tschüss und bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen.